hat für Gebrauchtwareninteressenten auch ihre Haken und Ösen. Welche, zeigt Oliver Welke. Wenn das betagte Auto eines Studenten irgendwann gänzlich den Geist aufgibt, hat er ein Problem. Wie kommt man an ein fahrbares, aber auch bezahlbares Ersatzmodell? Der Rettungsanker könnte in diesem Fall die Autoversteigerung der Post sein. Heute war einer der vier Tage im Jahr, an denen die ausgediente Fahrzeugflotte der Oberpostdirektion Dortmund unter den Hammer kommt. Eine Veranstaltung, die nicht nur Studenten, sondern auch professionelle Händler anlockt.